Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15. Vicky Guerrero hat mal wieder nichts für uns auf dem Plan. Wir können uns also selbst aussuchen, gegen wen wir antreten wollen. Und wir werden natürlich, wie immer, wenn wir die Wahl haben, werden wir unseren Titel verteidigen. Wir hoffen ja auch immer noch, dass wir nochmal den anderen Titel kriegen. Hofft ihr auch? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ihr hofft. Hoffnung, 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 Tetra. Ja, wir müssen mal gucken. Aua! Chrissy? Alter! Ich hab ganz schön Bauch gekriegt. Sein Bauch sieht irgendwie komisch aus. Also komisch gemacht auch, ne? Ist der in echt auch so hässlich inzwischen, der Bauch von Chris Jericho? War der schon immer so hässlich vielleicht und ich habe nur nie drauf geachtet. Boom, komm. One. Wird ja klappen können. Ah, da muss er jetzt noch mal ein bisschen Ausdauer für aufwenden. Um aus diesem Pinten rauszukommen. Gut, war jetzt wieder aufgefüllt, als er aufgestanden war, aber psychologische Kriegsführung nennt man sowas. So, da hockst du, wa? Ja, wir nehmen ihn Reverse Suplex in der Tasche. Irgendwas wollte ich noch sagen. Hab's vergessen. So, ja, naja, ja, was machen wir denn jetzt? Wir hoffen, dass hier bald mal wieder eine Storyline rumkommt. Und oder wir ein Titelmatch beim PPV bekommen, nicht wahr? So, steh mal wieder auf. Und konter mich mal. Ja, genau, so. Pass auf, du musst jetzt einmal hier einen Move machen. Achso, oder du trittst mich und ich konter. Ja, das Ergebnis ist das gleiche. Ich wollte einfach kontern, Chris. Warum fliegen denn alle mal raus? So stark bin ich doch gar nicht. Gerade mal 100. Wobei ich natürlich auch nur 100 bin, weil es nicht höher geht als 100 anscheinend. Weil wir sind ja schon seit 27 Milliarden Millionen TP ausgegeben, 100. Also, unstoppable force. Ja. So, jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Du fliegst wieder raus. Ich suplexe dich wieder rein. Immer das gleiche Spielchen hier mit Chris Jericho. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Action machen jetzt. Sonst, oh ja, gut. Au. Au. Typ, zu früh, wie bitte? Spät, wie bitte? Kann sich, oh, mein Kopf ist ja schon gelb. Gnade, Chris Jericho, Gnade. Gnade, ich gebe auf. Tap, tap, tap. Achso, er hat mich gar nicht im, ja, doofer Typ. Jetzt hätte ich aufgegeben, wenn du mich in Submission Move gelegt hättest. So ein Trottel, ey. Haha, dann muss ich mich halt jetzt wieder wehren. So, ich mach wieder mit. Guck mal, ich hab einmal heimlich, hab ich jetzt ohne euch kurz, also nicht gespielt, sondern ich hab, bam, mit Randy Orton trainiert heimlich und direkt den Move angepasst. Das ist jetzt der RKO 1, nicht mehr der RKO 2. Ich hab jetzt nicht so großen Unterschied gesehen, aber ich dachte, hab ich jetzt gemacht. Ja, ich dachte, da gäbe es jetzt vielleicht noch so ein RKO, wie es früher gab, aus der Ecke, ne, dass man dann da lauert und dann hinrennt und RKO't, aber war nicht. Na gut, ja, wir haben ja genug Geld, also das hat jetzt nochmal, glaube ich, 27.000 gekostet, jetzt haben wir halt noch 730.000 oder so übrig. Das kann man schon mal ausgeben, glaube ich. Wenn man so viel Geld verdient wie wir mit seinem Champion-Titel. So, Chris Jericho. Wollen wir mal wieder was Spannendes machen? Oh, da steht... Nee. Er dreht sich perfekt hin und... Splash. Pin. One. Two. Cooler Typ. Bam. Superman. Punch. So, jetzt aber. Two. Oh, hätte reichen können. Ah, ich höre ja schon auf. Hier, komm, machen wir eine Powerbomb mal wieder. Hi, ja. So, jetzt sind wir mir aber zu dicht an einem Special dran, um nicht Special zu machen, ne? So nämlich. Zack, noch ein Chokeslam. Alle, hopp. Und vorbei. One, two. Was? Gibt's ja nicht. Wisst ihr, ich verzichte mit Absicht
auf dem Dings. Wo läuft er denn hin jetzt? Ich verzichte mit Absicht auf den zweiten Finisher, um nicht so böse dargestellt zu werden, ne? Und er kommt einfach raus. Dann muss ich halt noch einen Jackhammer machen. Also. Da hatte ich ja jetzt nicht richtig eine Wahl, oder? Was denkt ihr darüber? Also, bin ich halt der Böse jetzt. Meine Güte, ey. Habt ihr gesehen, wie anders der RKO war, ja? So, jetzt habe ich hier, ich hoffe jetzt nicht einmal zu viel gedrückt. Ja, ich habe eine Mute-Taste für beim WWE aufnehmen und jetzt hatte ich die einmal kurz gedrückt, um mich anders hinzusetzen. Und da hatte ich noch den Finger drauf und jetzt 125.000 Mark, nice. Jetzt kann's sein, du hast die World Championship, Verzeihung, du hast die WWE World Heavyweight Championship 10-mal verteidigt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du größere Championships angehst. Auf Befehl der Authority und als dein GM nehme ich dir die WWE World Heavyweight Championship ab, wahrscheinlich. That's what's best for business. Oh, come on. Jetzt bin ich einfach enttitelt worden. Einfach so, weil ich nicht beide Titel gleichzeitig halten darf, wie ein gewisser Randy Orton. Nichts für mich geplant, Herr Supi. Jetzt darf ich hier... Was ist denn das für ein Müh? Für ein Müll? Jetzt, also, ich bin erschüttert, bin ich. Geschockt. Ich glaube, ich spinne, ey. Warte, weicht der meinem Superman-Punch aus? Bin ich einfach enttitelt worden? Und muss gegen CM Punk kämpfen. Aber wenigstens kann ich seinen Hit kontern. Du Typ, ey. Mal direkt eine Powerbomb. Einfach, weil ich es kann. Eieieiei. So, mit Pin, wie immer. Ja, kommt da raus. So. Doppel so. Ellenbogen auf den Kopf. Aufheben. Kontern. Schon wieder ein Superman-Punch ins Leere. Gibt's ja nicht. CM Punk ist un-Superman-Punchbar. Merkt euch das, wenn ihr mal gegen CM Punk kämpft irgendwo, bei der UFC zum Beispiel, ich habe gehört, da ist der Ball zu sehen, versucht nicht ihn zu Superman punchen. Das wird nicht. Verzeihung, oh, da habe ich geträumt. Oh je. Da habe ich ein bisschen, spät gespuckt. Was passiert denn hier? Irgendwie bewegt sich mein Mannequin gerade nicht so richtig gut. So... Ah ja, guck mal. Können wir einmal so machen. Und den dann hochheben. Cool. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Love it, when a plan functions. Superplex mag ich auch. It doesn't matter what my sign says. Schönes Hemd übrigens. So. Ja, er ist der Beste der Besten der Besten. Ha? Huh? The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Ja, ich habe Bret Harts Spruch geklaut. Ich darf das, ich bin gut. Ich habe 10-mal den Championship verteidigt, sodass er mir weggenommen werden musste. Sonst wäre ich für immer Champion gewesen. Und seht ihr, Vicky Guerrero ist mit mir auch einer Meinung, dass die andere Championship besser ist. Deswegen hat sie mir den weggenommen, weil sie gesagt hat, hier komm, du musst... Geht noch höher. Es geht einfach noch höher. Huch. Aber ich hätte auch beide genommen. Also hätte jetzt überhaupt keinen Schmerz mit gehabt, beide Titel zu tragen. Kenne ja nun nix. Ich möchte auch... Oh, hey, cool. Was? Nicht so cool. Wie nicht so cool? Was passiert denn hier? Hey! Ich glaube nicht. Tim. CM Tim. Nimm mal lieber einen Chokeslam jetzt, mein Freund. Den habe ich extra für dich. Heute wollen wir... Ah, komm. Wir machen hier. Nee. Keine Scheiße. CM Punk. Oh, obwohl es hier... Achso, es geht jetzt aber nicht um unseren Titel, ne? Da müsste es CM Punk ja leichter pinbar sein. Wisst ihr noch, als wir das letzte Mal gegen CM Punk gekämpft haben? One. Two. Three. Ja, wunderbar.
Körperrot, Finisher, Pin-Kombo, Pipapo, zack, 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 läuft. Da geht er down. So, next. So, jetzt wo wir unseren Titel weggenommen bekommen haben, kann es mal losgehen hier. Auf, gib. Maret, ein gutes Match, ja. So, Money in the Bank, bla. Neuester Stand ist folgender. Wieder nichts für uns geplant. Kann ja nicht sein. Nimm mir meinen Titel weg, damit ich einen besseren Titel und dann plant sie nichts für uns. Jetzt muss ich hier gegen Statisten kämpfen. Nichts für ungut, Santino Marella. Ihr wisst ja, wie ich Santino Marella feiere. Aber... Oi. Oh. Was fuchtelt denn der King da rum? So, ich bin mal ausgewichen, Santino. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Guck mal, wie schlecht wir sind. Kaum, dass wir kein Champion mehr sind. Schlägt mir jetzt ein bisschen aufs Gemüt, ehrlich gesagt, den Champion-Titel weggenommen zu bekommen und dann hier Random-Matches machen zu müssen. Also, ne? Ja, das ist halt, du hast halt, das ist halt auch mit der Unterschied... Das ist halt auch mit der Unterschied hier zu einem anderen Sportspiel, um das nochmal aufzugreifen, wegen dem Story-Mode, ne? Du hast ja, wenn du, ich sag mal, ich nehme mal wieder als Beispiel NBA. Ne, da guckst du halt, wo steht mein Team in der Liste? Komme ich in die Playoffs? Welcher Platz der Rangliste bin ich? Alles sowas. Und werde ich Meister eventuell? Und hier geht's halt nur um Champion-Titel. Und wenn du dann hier quasi nur Freundschaftsspiele bekommst, weil... Vicky mal wieder nichts für uns auf dem Plan hat und wir uns selbst aussuchen können, was gegen wen wir kämpfen wollen. Dann verliert das Match so ein bisschen seinen Sinn. Außer natürlich, dass wir den coolen Finn benutzen und Santino Marella eins auf die Mütze geben. Och, armer Kerl. Aber, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte? Ja. Ich vertraue da komplett auf eure Intelligenz. Vor einem Intelligenzkoeffizienten. Ja, Santino. Das war ein ganz schön Low-Clothesline. Nee, das war zu früh. Das war zu spät. Das kann ich gut. Erst zu früh und dann zu spät. Hihi. Chop. Hat er mir einfach reingegriffen. Ganz schön stark, der kleine Santino. Ich mag den gern. Hey. Ey, ey. Aber ich konnte auch gern. Und ich konnte eigentlich lieber, als ich dich mag, Santino. Tut mir leid. Deswegen muss ich hier ein bisschen Aktion bringen. So, boah, da ist sein Körper schon rot. Warum hält denn der gar nichts mehr jetzt aus? So, wir machen natürlich trotzdem das volle Programm erstmal. Aus dem ganz einfachen Grunde auch mal, weil wir es können. Und was dazugehört. Also, Matches ohne Finisher zu beenden, finde ich komisch. Powerpin. One, two, three. Also, ne, macht ja auch keinen... Wozu hat man denn einen Finisher, wenn man ihn nicht benutzt? Also, das ist ja... Also, ne, jetzt überlegt mal. Überlegt mal, wie Wrestling wäre, wenn die Wrestler keine Signature-Moves oder Finisher hätten. Würde das dann noch Sinn machen, das Ganze? Also ich meine... Also, ne? Was ist denn ein Sieg von The Rock wert, wenn er nicht da steht, seinen Ellenbogenschoner ins Publikum wirft, die Augenbraue hochzieht und... Bray Wyatt. Die Bussarde kreisen um dich. Siehst du sie? Bray Wyatt mag ich auch gerne, ehrlich gesagt. Den habe ich ganz, ganz gern, ja. So. Bo Dallas wieder hier. Der miese Prim. Der weißen Schlüppi. Oh. Der ist komisch. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Zieh dir mal was an, Bo Dallas. Dann kann ich mich mehr über deine Klamotten lustig machen. So, da geht's los hier. Action. Ey. Ey! Ey! Lass doch den Scheiß, Junge! Ein Typ, ey. Haut er mich einfach, Luke Harper? Ein paar auf den Kopf, oder was?
Warum ist das jetzt nicht, also, ne? Warum gibt's jetzt hier keine Prügelei? Sagt der Ladebalken mal vorbei, gab Prügelei. Das wäre schön. Ja. Ist Daniel Bryan? DB. Steht auf seinem Knie schon, ist Daniel Bryan. Erkennt man so schlecht ohne, wenn man den Bart nicht sieht. Top-Foto von letzter Nacht. Ja, das war ein tolles Match. Wisst ihr noch? Letzte Nacht? Die habe ich bloß die letzte Nacht verbracht. Du kannst dich nicht vor dem retten, was kommt. Selbst deine besten Freunde können dir nicht helfen. Mein bester Freund, R-Truth. Wir haben die gleiche Hose an. Gegen Luke Harper und Eric Rowan, wenn wir es schaffen. Truthy, Moothy, Schmoothy, hm? Booker T für Arme. Naja, was heißt für Arme? Booker T für Junge vielleicht. Wo ist mein Kumpel? Ey! Oh ja, dann eben, Mike sitzt alleine. Ja, bla bla bla, was soll ich machen? Ja, komm. Hier, einer von euch muss jetzt aber raus. So, ihr beiden, seid ihr bereit? I want a good clean fight, and now let's get it on! Was? Ich hab... Darf ich vielleicht auch ein bisschen kämpfen? Hallo, ich hätte die so vertrimmt, ne? R-Truth! Kumpelblase! Yay! Na, jetzt geht's doch mal los. Warum durfte ich nicht vorher ein bisschen kämpfen, bevor die mich künstlich vertrimmt haben? Bin bestimmt schon gelb oder so. Oh, völlig fertig bin ich. Die anderen sind fit. Im Ernst? So, dafür habe ich den ersten Schlag frei, sagst du? So, Eric Rowan. Zack. Merkt ihr, wie ich mir den Namen gemerkt habe? Eric Rowan? Ich bin voll gut. Haben wir Hot Tech gelernt eigentlich? Ja, R-Truth, bleibt doch cool. Mir geht's doch noch gut. Ich bin noch frisch, R-Truth. Mach keinen Stress da hinten. Achso, wir können... Ach, wisst ihr was? Können wir uns erstmal ein bisschen ausruhen. Oh, Verzeihung, das war nicht gegen dich gedacht, R-Truth. Hihi, voll im Rücken geschlagen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich... Ja, schon wieder die gleiche Richtung. Immer der gleiche. So, Eric Rowan. Soll ich es trotzdem mal alleine versuchen? Ohne Taggen. Wir versuchen es mal. Ich wollte ihn zwar gerade dahin whippen zu R-Truth. Aber... Nee, nicht taggen. Junge. Verrückt Mongo. Au. So. Ah, das war schlecht. Oh, das war auch schlecht. Wird immer schlechter. Ah, das war... Oh! Der hat meinen Reversal gereversalt. Au. Au? Hallo? Na, endlich mal. Ich dachte schon, ich konnte hier gar nicht mehr. Schmuck, Schmarper. Ja. Ja, guck mal, R-Truth Hose. Ganz schön cool, was? Voll die schöne Hose, R-Truth. Was denn hier? Von Primark? So eine will ich auch. Ah, warte. Ja, die ist aber auch mit den goldenen Flammen auch nicht schlecht, ne? Aber ich musste halt rote Flammen nehmen, weil sich das so gehört. So. So. Oh, ich habe ja schon Signature. Stimme auf. Hol. Was? Sag mal. Aua. Aua. Kommst du runter? Kommt da. Oh, das war schlecht. Nein, nicht gegen die... Aua. Zu spät, supi, ey. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch nochmal wechseln. Was war das? Also, kann ja nicht sein. Ey. Wollt ihr mich jetzt hier ausgezählt wissen oder was? Nee, geht doch. Ich konnte da gerade auch ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Irgendwie klappt das hier alle gerade nicht so gut bei mir. Ja. Wechsel mal lieber nochmal. Habe ich mir überlegt. So. Chokeslam. Feierabend. Ooh.
RKO. Jetzt aber. Jetzt habe ich Comeback gedrückt und weiß gar nicht, was ich damit will, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss den in die Ecke whippen oder mich kontern lassen beim in die Ecke whippen und ihn auswechseln gehen lassen, bis mein Comeback weg ist. Jetzt habe ich den Konter. Yep, gekontert habe ich. Jetzt liegt er aber. Jetzt kriege ich mein Comeback nicht durch. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So. Müssen wir uns mal ein bisschen auf... Gibt's ja nicht. Lächerlich. Lächerlich. Darf ich einen Hot-Tag machen? Das ist die falsche Richtung. Geh mal da lang. Au. Ui. Ja, diesmal habe ich gekontert. So. Superman-Pack. So. Runter damit. Au. So, pin ihn doch. Jawohl, schön drauf gekrochen. One, two, three. Yes, ganz alleine. Mit vorher angeschlagen worden. Habe ich es gemacht. Weil ich der Coolste bin. Der Beste, der Größte, der Schönste und aber auch der Schlauste. Ja. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wa? Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Diskutiere nicht, habe ich gesagt. Sonst gehst du auf dein Zimmer. Dann bist du wahrscheinlich schon auf dein Zimmer, ne? So, dann haben wir es geschafft. Tit van Dit, Fantastic besiegt Eric Rowan. Ganz allein. Top-Foto von letzter Nacht. Das ist das Top-Foto von letzter Nacht? Ich kann mich an diese Situation gar nicht erinnern, dass ich da gelegen habe und R-Truth im Ring war. Die müssen mir doch stärker zugesetzt haben, als ich dachte. Na gut, so, aber ja, ihr hättet auch nicht gedacht, dass es jetzt schon vorbei ist, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play WWE 2K15. Tschüssli, Müsli.